Ja, Freunde, willkommen zurück zu Far Cry 4. Ich bin euer Fierobo und wir haben hier gerade mal einen richtig schönen Ausblick eigentlich. Und wir schnappen uns jetzt mal diesen Gyrocopter und steigen. Hui. So, und wir schauen mal, wo fliegen wir denn hin? Ich würde mich gerne so ein bisschen mal hier so, dass wir so ein bisschen was zum Freischalten haben. So ein paar beziehungsweise Reisepunkte, dass wir nicht so ganze Zeit so viel reisen müssen. Ja, schon mal so ein Gyrocopter haben, nutzt sich das eigentlich, bietet sich das ja so an eigentlich. So, was haben wir denn hier zum Jagen? Schauen wir doch mal. So, hier haben wir Affen. Nashörner und so, okay. Die Dinger brauchen wir auch noch auf jeden Fall später. Was ist denn dieses Ding? Propagandaposten. Poster. Posten, Poster, achso. Ja, ich würde eigentlich das D haben. Das da. Schwer, sehr schwer. Okay, ich spiele im Korb, um die Chancen durch zu sorgen. Für Schwäche, die. Okay. Haben wir auch noch so. Auspost mit einem Alarm leicht. Das klingt doch gut, nur wenn es den noch mal. Wo müssen wir dann lang? Wir müssen hier lang. 2200 Meter. Ist ja was. Aber wir kommen schnell näher. Und für eine Folge sollte das nicht reichen. Ah, nee, wir hatten keine Zeit dafür leider. Und das passt zum Glück noch mit der Höhe für den Gyrocopter. So, und hier kommen wir schon in den Bereich, wo wir es nicht sehen können. Aber egal. Ups, voilà. Ja, mit diesem Gyrocopter zu fliegen ist echt richtig nice. Und das Ding braucht man später wahrscheinlich auch, wenn man nicht alles freigeschalten hatte. Das ist heftig. Das ist der Mount Everest, ich frage mich, glaube das echt. Ich weiß es nicht, ich war noch nie bei Mount Everest, deswegen kannst du es sagen. Ja, noch ein Außenposten irgendwo. Aber ist mir egal. Müssen wir ein bisschen hoch hier. Ich glaube, ich muss um den Berg rumfliegen. Ja, muss es scheinbar. Dann nehme ich einfach mal hier die Richtung. Bisschen höher noch. Sieht man auch schon eine riesige Statue. Krass. Auch cool, dass wir jetzt hier die Bäume so ein bisschen abfädeln. Was haben wir denn da hier? Aua! Warum schießen die denn? Sehr heftig. Mann, 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 ey. Ich bin doch nur im Vorbeifliegen gewesen. Noch eine Festung, ist das auch hier was? Was ist die? Okay. Wir steigen mal ein bisschen, um hier lang zu fahren. Oh, das sieht auch ganz nett aus. Habe ich wieder die Wand gehört? Ja, wir müssen halt ein bisschen aufpassen. Das Ding lässt sich aber doch teilweise recht schwammig steuern, muss man sagen. Aber ist auch nicht schlimm. So. Also haben wir schon so eine weite Strecke zurückgelegt und das mit dem Gyrocopter. Ich nehme jetzt gerade mal 2 Minuten auf. Das ist schon krass. Die Dinger helfen echt. Wir sind noch nicht zu hoch. Oh, jetzt sind wir zu hoch. Oh. Ja. Beugst du dich auch wieder oder? Anscheinend darf man die hier nicht benutzen. Das ist natürlich klasse. Heißt, wir müssen laufen. Und ja, ist jetzt ein bisschen kacke. Na egal, es sollte noch machbar sein, dass wir hier unbeschadet runterkommen. Hoffe ich jetzt mal. So, man kann ja jetzt ein bisschen runterrutschen. Das ist doch benutzerfreundlich gemacht. Benutzerfreundliche Berg. So will man es haben. So, rutsch. Ich hab mal einfach mal eine dicke Wumme. Falls ich jetzt hier noch irgendwie auf Tiger oder sonst irgendwas treffe, weil ich weiß ja nicht, was hier viel Getier rumläuft. Oh. Oder sowas.
Zack. Erledigt. Ich hab einen Sniper. Ich will die Sniper. Hat der sogar eine dicke? Das wäre jetzt krass, wenn ich jetzt wirklich eine dicke Sniper noch bekommen hätte. Dann feiere ich richtig hart. So, hier ist noch eine Kiste, da. Alles meins, alles mir. So, hier kann man noch nachladen nehmen. Das ist eine Typin, den ich gekillt habe. Ach, der ist ja runtergerutscht. So. Jetzt bin ich doch mal gespannt, wie diese ist, wenn ich sie ausrüsten kann, Sniper. Ja, mit euch Ziegen, keine Sorge, von euch will ich nichts. Ich bin jetzt gerade nur an diesem Außenposten interessiert. Ich will jetzt einfach mal mit Snipern versuchen, werde zu holen. Finde ich irgendwie eine Sniper-Position. Das zählt auch schon als Außenposten, ja, tut es. Gut, dann schauen wir da einfach mal, schauen wir mal hier hin. Da haben wir auf jeden Fall welche. Da haben wir jemanden. Noch jemanden. Das ist so ein Jäger. Ah, die können wir auch noch nicht. Okay. Ist jetzt weg. Da ist er. Kopfschuss. Kopf runter. Los. Nicht gut. Nicht gut. Jetzt stirbst du! Nein, nein. Wir stoßen jeden Moment zu euch! Stirb doch bitte! Ich werde euch leihen! Oh! Vielleicht mal ein bisschen mit Granaten arbeiten? Granate! Wir kommen von der Straße! Boom. Boom. Alter, was ist das für ein Jäger? Die sind ja mega übel. Was hab ich denn da stecken, ey? Okay, wir können uns schon ab. Okay. Bam. Wie er da wegfliegt. Und wir haben 3 von 24 Auspassen. Aber das ist immer cool. Und das war anstrengend jetzt. Boah. Warum sind wir jetzt im Wasser? Ich nichts verstehen. Elefant! Wo ist Elefant? Elefanti, Tanti, du. Und so, ihr wisst schon, ne? So, dass wir jetzt hier die ganzen Muni und alles einsammeln. Aber wir sind schon echt hart. Nee, jetzt nimm die Kiste. Wir hatten Glück. Also hier haben wir noch welche. Wir haben echt viel zu sammeln jetzt. Ja, kann mich nicht beklagen, ne? Ich habe hier gerade wieder meinen Außenposten befreit. Und auch von diesen komischen Jägern. Wenn wir da irgendwie ein Bienennest oder so. Wir haben was. Ich hab euch gerade in den Arsch gerettet, ey. Fährt ja einfach so ein Räumkommando hier rein, ey. Krass. So, wo ist die jetzt schon hier? Die habe ich schon, ne? Hier liegen auch noch. Was ist los? Macht denn hier alles kaputt? Okay, die waren das.
Alle schicken wir hier lang. Hier haben wir auch noch einen, den wir mitnehmen können. So. Gut, ja, hier das Poster, was ich nicht machen soll. Kann ich mich bitte... Okay, so geht's auch anscheinend. Mit irgendwelchen Bugs. Und so. Kann man das lesen? Lesen. Könnt ihr wieder durchlesen. Indem man auf Pause drückt und so. Ne. Da kann man mitmachen. Aber wir gehen erstmal jetzt hier rein. Nein, denn ich will... Wenn du mich rettest, töten die mich. Geiselrettung, meine Geil. Ich komm klar. Lass mich hier. Geh einfach. Interessant. Was ist denn, ich will mal in so ein Bett steigen. Das habe ich auch noch nie gemacht. Geh. Ja, ich lass dich ja in Ruhe. Ich will einfach nur hier... Ein bisschen voll. Wir können Sachen verkaufen. Alles verkaufen, ja. Jetzt. Aber was denn? Das brauchen wir anscheinend alles noch. Kaufen. Karten. Kaufen natürlich direkt mal die dickste Karte, die wir so haben. Die kann man auch direkt kaufen. Bam. Haben jetzt alle Karten gekauft. Nice, nice. Können wir jetzt unsere Muni und alles für Körperpanzerung, Spritzen und so raushauen. Alles, was wir wollen. Bemalter Dekorator. Okay. Bitte. Die töten mich, wenn ich fliege. Da ist doch niemand, der dich töten kann. Ich hab doch alle umgelegt. So, gut. Schauen wir auf die Karte. Wir sind jetzt hier. Das ist echt riesig, riesig. Wir agieren momentan nur hier noch in dem Gebiet, ne? Das ist heftig. Gut, was machen wir denn jetzt? Ich weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall haben wir jetzt ein bisschen was hier zum Reisen, noch ein bisschen was zum Entdecken auf jeden Fall noch. Das ist doch schon mal was. Ich würde mal sagen, machen wir dann hier die Mission. Machen wir mal Schnellreise dahin. So, und... War nicht hier mal jemand? Wir können mal das Bett ausprobieren. Schon wissen, was da passiert. Tageszeit. Okay, wir haben einfach mal 3 Uhr. Oder mal so. Okay, wir können anscheinend auch noch auf Tageszeiten gehen. Oh, cooler Effekt. Alles klar. Ja, dann haben wir das auch mal ausprobiert. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein. Ciao.